Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Star Wars The Old Republic. Zurück auf Taris. Zurück auf Taris. Wir sind wieder auf Taris. Wir haben sogar den Eingang gefunden. Und würde sagen, wir beginnen uns gleich mal auf den Weg. Ja, genau. Bevor wir uns hier wieder einen Wurm labern. Ja. Auf jeden Fall, was haben wir das letzte Mal gemacht? Letztes Mal war unser Special, ne? Ja, deswegen ist die Frage relativ doof. Ja. Weil letztes Mal haben wir Bullshit gemacht. Ja, so Bullshit. Das war nicht ganz Bullshit. Das war komisch. Es war Bullshit. Es war komisch. Es war Bullshit. Hoffen wir, es hat euch trotzdem gefallen. Ja, zumal wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr diesem Video auch gerne wieder ein Däumchen geben. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Die sind eigentlich neutral, ne? Ja. Einige von denen zumindest. Die Grauen, das sind die, die er angegriffen hat. Ach so. Ja, du kannst weitergehen. Wir gehen hier runter. Komm. Der Lift geht runter. Komm, Lift schneller. Geht runter. Ja, gut, das reicht wieder nicht. Das reicht nicht. Hi. Das reicht. Nicht so wie das letzte Mal. Letztes Mal hat es dich verstrichen. Das war Absicht. Ja, das war. Wir hatten kurz zur Aufklärung, als wir auf dem Weg hierhin waren, mussten wir bei der Dornbasis, ne? War das noch auf Taris? Ja, genau. Dann ich stehe auf einem Lift. Hoff. Und, ne, auf Hoff, genau, ja. Und Gefrierschrank. Dann ich so, ja, ich warte beim Lift und da kommt er angerannt und springt einfach runter. Aber der Lift war noch ganz unten. Ja, ich hab's tatsächlich so gerechnet, dass er so tief ist. Ja, und das Schöne eventuell war. Eventuell gemerkt hatte. Das Schöne war dann, ich habe ihn wiederbelebt und ich gehe so runter und ich sage, so, komm, schnell. Und es hat, wollte dann nicht kommen. Das ist voll verwirrend. Der eine sieht fast genauso aus wie du von den Lichtschwertern her. Ja, von den Lichtschwertern. Die Mitarbeiter lassen wir mal verschont ausnahmsweise. Ja, die sollen ja schön weiterschuften. Ja, die müssten weiterschuften. Die können nicht einfach. Gehst du einen Teil? Nee, das war ein Husten. Gesundheit. So, und einfach nur, weil ich mich noch nicht ausgehustet habe. Gesundheit. So, okay. Das war immer noch kein. Gesundheit. Kein Nieser. Ich habe Gesundheit gesagt. Ich sag nicht danke. Ich habe keinen Grund dazu. Nicht? Da hier ist eine Kiste, die will ich öffnen. Plündern. Oh. Bitte. Wuhu! Hier halte den Ranzen mit Werkzeugmaterial. Gehen wir durch das kleine Tor. Durch das kleine, dezente Tor. Wirklich, ab und zu ist das so eine kleine Dachluke und ab und zu so ein Mega-Durchgang. Oh. Ja. Oh. Und Cutscene. Wenn sie starten würde. Immer langsam. Ihr habt die ganzen Soldaten. Wir sind keine Kämpfer, nur einfache Bergarbeiter und obendrein nur Angeheuerte. Wo ist General Fräker? Er ist der Aufseher, aber er packt nicht selbst mit an. War seit Wochen nicht mehr da. Werdet ihr hat deine Katze nicht gestartet? Jetzt hat sie schon gestartet. Okay, weil ich warte auf Gruppenmitglieder bei irgendeiner Gesprächsoption. Ah, schon länger. Ich bin jetzt gerade dazugekommen. Ah. Wollt ihr ihn töten? Ganz genau. Warum seid ihr so neugierig? Hey, ich bin nicht auf Ärger aus. Glaubt mir, die Bezahlung der Republik ist zu schlecht, um mich euch in den Weg zu stellen. Wenn ich den stillen Alarm auslöse, kommt Frelka mit seiner persönlichen Wache hierher. Wenn ihr das wirklich wollt, kann ich ihn herholen. Löst den Alarm aus. Alles klar. Bitte, schon erledigt. Der General wird hergerufen. Bitte, lasst uns einfach leben. Was meint ihr, wie lange das dauern wird? Ich schätze, der General hält sich nicht gerade in der Nähe auf. Könnte eine Weile dauern. Ich hätte sie auch töten können. Feind gesichtet, Captain. Angriffsmodus 077. Männer, ausschwärmen! 077! Bereit machen zum Angriff! Wartet auf den Befehl des Generals! Vorarbeiter Warn.
es war gut, den stillen Alarm auszulösen. Ihr zeigt ungewöhnliche Gnade, Sith, indem ihr Varl und seine Mannschaft am Leben lasst. Ich bin General Elaxis Felka vom Republikanischen Strategiekommando. Euer Vorgehen hier stellt einen Bruch des Vertrags von Coruscant dar. Wir haben das Recht, euch zu töten. Ergebt euch. Der Vertrag von Coruscant bedeutet mir nichts. Das erklärt eure Dummheit, hierher zu kommen. Es ist wirklich Pech, dass ihr unsere Pläne aufgedeckt habt, aber es macht keinen Unterschied. Die Räder sind bereits in Bewegung. Unsere neue Technologie wird der Republik die waffentechnische Überlegenheit sichern. Und ich bin bereit, mein Leben für die Verteidigung dieser Einrichtung zu geben. Unsere Ziele stimmen überein. Ich bin bereit, euer Leben zu nehmen. Männer, kämpft bis zum Tod! Der Tod? What the f... Okay. Das war speziell. Ja, der hat schon mal ein bisschen mehr, aber trotzdem. Irgendwie hat er mehr Power als Sesh, kann das sein? Ja. Aber ich will noch. Aber wo sind die Minenarbeiter hin? Aber weg. Hallo, wo sind die Minenarbeiter? Ich hoffe, du kannst weg mithören. Oh, Ohr nah dran halten. Ja. Ja. Zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Ich würde da mal sagen, wir gehen raus. echt? Nö. Du musst wahrscheinlich eh nur durch dieses kleine Tor. Ja, und dann macht's Boom. Ja. Jetzt hab ich. Boom? Ja, hat Boom gemacht. Bei mir hat's Boom gemacht. Bei mir hat's nicht Boom gemacht. Du kannst rein? Ich kann konnte nicht, rein. Ich kann nicht mal mehr rein. Okay. Gut, ich habe wieder ein Holo-Gespräch, ne? Oh. Ganz Ohr, nah. Ohr dran halten, ne? Genau. Nein. Lieutenant Pierce, ich weiß jetzt, wo ich General Minst finde. Ich bin auf dem Weg. Tolle Neuigkeiten. Ich habe auch was. Einen Scout-Bericht. Das Bataillon von General Durant vom Kriegsbund ist unterwegs. Bestimmt will er seine Position sichern. Einige meiner Kameraden vom Tarnkommando sind zurück. Wir hätten dem Bataillon diskret folgen können, um den General zu finden. Was meint ihr damit, wir hätten ihnen folgen können? Moff Hordern hat stattdessen einen Zug ausgesandt. Die Jungs und mich hat er festgesetzt. Seine Streitkräfte greifen soeben Durans Leute an. Er macht all unsere Chancen zunichte. Schaltet Hordern zu diesem Gespräch hinzu. Ich werde mit ihm reden. Mein Sith Lord. Ah, da seid ihr ja. Wie ich sehe, hat Lieutenant Pierce euch schon begrüßt. Ich hatte gehofft, das selbst tun zu können. Darf ich annehmen, dass der Lieutenant euch bereits informiert hat? Dank mir wird General Durans persönliches Bataillon ihn nicht erreichen, wo immer er auch ist. Die Armee des Generals anzugreifen war ein voreiliger und dummer Schachzug. Zieht eure Leute jetzt zurück und gestattet Lieutenant Pierce und seinen Männern nach General Durans Hauptquartier zu suchen. Verstanden? Ja, natürlich. Ich werde es sofort in die Wege leiten, mein Sith Lord. Wir finden etwas über Durant heraus, das schwöre ich. Viel Glück mit General Minst. Ja, der Moff hatte mal das Gefühl gehabt, er könne einfach, wie soll ich sagen, er hat seine Armee, die
Ah, oh, ich komme nicht aufs Wort. Er hat einfach sie angegriffen und obwohl wir sie eigentlich verfolgen wollten, die andere. Okay, stopp. Ja. Ich wollte gerade sagen, Schweißfreiservice? Ah, ja, stimmt. Wolltest du gerade sagen. Soll ich helfen? Joa, nee, ist schon okay eigentlich. Ich will aber Level. Ich brauche EP. Du brauchst EP? Immer. Gib mir EP. Gib mich. Oh. Stehende Leichen. Stehende Leichen. Sind stehen. Boah, was ist denn gerade mit meinem Hals los? Meine Güte. Wo müssen wir hin? Gleiterposten? Imperiale Sanitätsdrohne. Gehen wir mal dorthin. Bitte was? Zum oberen der Schnellreise, weil so wie es aussieht, müssen wir dort nach oben. Nach oben rechts. Was? Geh einfach nach oben. Giftseegarnison. Ja, geh zu Gift. Geh zu Giftsee. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt, sagt es mir. Oh. Das ist sogar richtig. Oh. Komm hier auch raus. Was? Wo bist du? Da? Ah, das bist ja nicht du. Wo bin ich? Wo bist du? Ich bin zur Giftsee gegangen. Ich bin am Giftsee, ich stehe vor dem Transporter. Warte, ich komm. Ah, ich bin drinnen. In der Kantina, ja, dann sag das doch. So, ich komm raus. Da! So. Können wir eine Schnellreise dorthin machen, weil. Die wäre ja noch nicht freigeschaltet. Wo ist der Dude da drüben? Boah, geht's? Ja, alles gut. Also, zu Grenzzugriffsposten Gleiter. Das ist die nächste gleich rechts oben. Ja, hab's gesehen. Irgendwie, ich bin so ein bisschen verspannt. Wow. Irgendwie hab ich zum Beispiel auch einen Frosch im Hals. Warum hast du einen Frosch im Hals? Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Also, ehrlich? Der ekelhafte Frosch. Ja. Wie kannst du nur? Ehrlich. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es mir einfach mal erlaubt. Einen Frosch zu essen oder zu schlucken. Ja, genau. So, jetzt sind wir gleich da. Im Grenzangriffsposten. Genau. Kürzester Name. Und wenn ihr übrigens im Hintergrund, das habe ich schon in der letzten Folge, als ich noch alleine war, kurz noch gesagt, wenn ihr es bei mir im Hintergrund fast zu sagen ein Geballer hört oder ein bisschen Unruhen, das sind Feuerwerkskörper, denn momentan wird bei uns in unserem Gebiet der Nationalfeiertag gefeiert. Obwohl, es ist der 31., obwohl es noch nicht der 1. August ist, aber wird am 31. momentan gefeiert. Denn dann sind auch die Leute meistens noch ein bisschen länger in den Festwirtschaften und alles drum und dran. Aus diesem Grund. Was? Nichts, alles gut. Nee, ich hab's wirklich nicht verstanden. Ja, es ist okay. Ist okay, gut. Dann musst du dir wohl das Video nochmal angucken. Was? Das ist ja gemein. Muss ich mir das noch aufschreiben? Was hat Kate gesagt? Ja, auf jeden Fall. Nicht Sorgen machen, das ist keine Schießerei. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja, also wirklich. Aber wir sind ja nicht in der Türkei, wo man sowas befürchten müsste. Der Typ ist ja voll krank, der ist in den Kriegsgebiet gezogen. Boah, was ist denn mit dir los? Hust. Die sind ja ekelhaft, diese Rakule. Mein Frosch im Hals ist auch ekelhaft. Ja, vielleicht ist sogar ein Rakul im Hals. Boah, darüber habe ich nicht nachgedacht, aber das wäre ja wieder eine wilde Theorie. Wilde Theorien live, hier bei SWTOR. Oh Mann, ey. Und das alles in Farbe.
Knife und in Farbe, ne? Wieder ein stehender Toter. Wieder ein stehender Toter? Ja, das stimmt, so ein Knie in der Ehe. Und das ist ein Lift, ne? Und Jessa Wilson springt einfach mal runter. Ist eigentlich gar nicht so tief, könnte man eventuell überleben. Ja, könntest du eventuell mal versuchen, probier mal. Willst du nicht probieren? So ist immer so das Abschätzen, ne? Ah! Ich lebe noch. Ich auch. Jetzt mach heil. Erstmal Hass kanalisieren. Zürnen, wenn ich bitten dürfte. Nee, Hass kanalisieren. Nein, zürnen. Ich kanalisiere aber meinen Hass. Ja, ich zu heilen. Zürne mich. Den Hass, dich zu heilen. Den Hass. Wow, wow. Irgendwie ein bisschen komisch. Ja, stimmt. Jessa fliegt bei mir. Die steht, dort, die steht dort in der Luft. Im Himmel, ne? Ja, ja. Bei dir auch? Ja, hier so, ne? Ja. Wie bei mir. Ja, alles klar. Jo, wir kommen gleich wieder, ne? Ah, jetzt ist sie. Ja, jetzt ist sie wieder normal. Der sieht cool aus. Der hat eine coole Rüstung. Klau sie ihm. Klau sie ihm. So Skyrim-mäßig so schleichen und dann die Rüstung klauen. Nicht ja, gemerkt, genau. Ne? Nein. Anscheinend sind wir hier nicht willkommen. Das sehe ich anders. Siehst du das anders? Wir machen uns hier nur gemütlich, ne? Ja, genau. Wir sind ungern beobachtet, oder? Ja, stimmt. Ich werde nicht gerne beobachtet, wenn das heißt wilde Theorien live bei SWTOR. Kann man gut nachvollziehen. Das sind schließlich unsere Theorien, ne? Ja. So, wie viele müssen wir? Weiß ich nicht. Vier. Ach, du machst das schon, das ist ja okay. Dann kann ich währenddessen die Schildersteuerung runterfahren. Mach das. Jetzt noch eine. Alle runterfahren? Ja, also noch eine muss ich runterfahren und das ist die da drüben. Also es sind nicht mehr so allzu viele. Ja, fahr die mal runter. Fahr die mal runter, hau mal was dagegen. Wie fährt man die runter? Hau einen Stein dagegen! Ja, so ungefähr nach dem Motto, stimmt. Ja, so funktioniert das eben. Ach ey. Doch, komm schon. Leute, hört uns mal auf anzugreifen. Wir machen doch gar nichts. Ihr habt sowieso keine Chance. Aber wir machen ja auch nichts eigentlich. Nee. Wir sind eigentlich die lieben Sif hier. Die grundsätzlich niemandem was antun. Hey. Auf jeden Fall ich. Der liebe Sif bin ja wohl ich. Ja. Von uns beiden zumindest. Ja. Nee, du bist kein Sif, du bist eigentlich ein Jedi. Ja, ich bin ein Jedi, der dunkle Seite praktiziert. Okay. Ja. Eigentlich schon. Ein Jedi der dunklen Seite. Ein dunkler Jedi. Ein dunkler Jedi? Oder ein heller Sith? Sucht es euch auch. Was ihr gerne... Theorien live hier bei hier genau. Sveto. Ich meine aber, es würde dann offiziell dunkler, grauer Jedi heißen. Grauer Jedi. Nee, ich glaube ernsthaft. Wirklich? Ich meine, die offizielle Bezeichnung dafür wäre grauer Jedi. Grauer Jedi, okay. Ja, wir werden können die auch vollkommen daneben liegen, was sehr wahrscheinlich ist. Wir werden das herausfinden und das zwar in Staffel 2. Also, ist das ein Teaser? Weiß ich nicht, aber vielleicht etwas zum Rauspiepen. Warum rauspiepen? Wow. Was?
Welch eine Cutscene. Okay, das war irgendwie, was? Ich hab's noch gar nicht so realisiert irgendwie. So, hä? Nochmal. Ninga ninga ke trip nimoni tanu alelu nan kwe tuta. Jemand hier muss sterben. Saya tupi nu avatikuna chidu nikti toki. Woher soll ich wissen, dass das der Wahrheit entspricht? Imu puke. Ede iki tutuku lo jarat roda mana mana. Staluka uba ziki danti ruba jaktanichi. Der Energiereaktor wird sich in 5 Minuten selbst zerstören. Top ten wampa la hago akilia jekoska pagota palko. Ich werde euch einfach töten und Minst später selber jagen. Dein Batame. Jilis kachanaga wani chika kospa ini kukate. Jiho lokto chobot i kafsto andale. Der Energiereaktor wird sich in 4,5 Minuten selbst zerstören. Mibunawa tuipi de bokra wunawanga. Für euch ist es bereits zu spät. Shani no solo. Oh, mal wieder ein Countdown. Mal wieder ein Countdown. Und der hat auch... mal wieder ein Huster. Bei mir hat der Countdown aufgehört. Bei mir auch. Miep, miep, miep. Und weg. Und Ende. Ist halt stumm geschaltet, ne? Ja, ist wieder stumm geschaltet eigentlich. So, und da zum Reaktor-Interface. Codesequenz für Kammer wird geladen. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 60 Sekunden. Das geht ja schnell. Codesequenz für Kammer initiiert. Irgendwie schon. Na toll. Wenn der Betrüger sich geirrt hat, was die Zeit betrifft, werden wir jetzt in Stücke gerissen. Die Gefahr macht die Sache erst interessant. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 45 Sekunden. Leute, der Feind dringt in die Notschutzkammer vor. Beseitigt den Sith und wir können die Explosion in der Kammer überstehen. Wenigstens müssen wir nicht mehr Däumchen drehen. Machen wir die Idioten kalt. Okay, halten wir fest, wir hatten 45 Sekunden Zeit, ne? 45 Sekunden und, ja. Wir sollten jetzt keine Minute haben, also lassen wir uns mal Zeit. Diskutiert da auch was? Ich würde sagen, wir diskutieren erstmal mit den Soldaten. Ja. Können wir nicht einfach eine friedliche Lösung finden? Moment. Was? Wie jetzt? Aus deinem Mund? Nee, natürlich nicht. Töten ist doch immer wieder aufregend. Hoffentlich war das nicht das letzte Mal. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 10 Sekunden. Können wir jetzt 10 Sekunden warten? Keine Angst, noch sterben wir nicht. 8, 7. Codesequenz für Kammer vollständig. Der Reaktorkern zerstört sich selbst in 5 Sekunden. Kammersperre wird gelöst. 4. Luftschleuse der Kammertür wird geöffnet. 3. Kammer ist offen. Schnell, da rein. Unsere Feinde werden dafür bezahlen. Kunachuta, Kasayali Koirado Kanti Kong. Tutti pona pona, manci kabok nonni slemo. Kaptulia da poto tuanti wanki slemo payuk tachanga. Euer Ratgeber ist gleich sowieso tot. Japurko utman gisa ti miti zarona kapana. Ni ompi but malia pedwana ni op ni bobo cep chupa goma.
Filiska chenaga ima che choran chike. Ukle yugo chesko pakurta kliska taka ya oska. Dann muss ich euch eben töten. Zum Trost. So, und wieder ein Holo-Gespräch. Ja, ich halte mal wieder mein Ohr dran und denke, ich kann nicht zuhören. Aber wenn du das nur ganz nah dran hast, hörst du vielleicht was. Warte. So. Ja. PS hier. Ich habe General Durans Bataillon aufgespürt. Meine Tarnkommandosoldaten waren auf einer Aufklärungstour und haben sein Versteck gefunden. Ein ganzes Bataillon bewacht den Komplex. Sie errichten ein Perimeter aus elektronischen Verteidigungen rund um den General. Schickt mir die Koordinaten. Koordinaten übertragen. Meine Jungs und ich konnten das Perimeter durchbrechen, bevor sie die Systeme aktiviert haben, aber wir wurden entdeckt. Wir werden beschossen. Sind in der Unterzahl. Wir sollten sie lange genug hinhalten können, bis ihr hier seid, aber das war's auch schon. Ich werde ein Scheitern nicht akzeptieren, Lieutenant. Wir tun, was wir können. Schaltet die Verteidigungssysteme aus. Wir werden die Position für euch halten. Im schlimmsten Fall werden unsere Überreste ihren Angriff verlangsamen. Ich bin stolz, euch gedient zu haben. Pierce, Ende. Gut, das soll ach, als ob der drauf geht. Warum nicht? Ach, nein. Wilde Theorien. Wir retten ihn noch rechtzeitig. Ja, wilde Theorien reif, genau. So, aber wir nehmen uns erstmal Zeit, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen kürzer. Aber ein Zeit. Wenig. Aber das ist halt mal jetzt so. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim anderen rein. Denn auch der hat hochwertigen Content geliefert, ne? Hallo? Kann sein. Kann sein? Wir beide sind immer die Experten im hochwertigen Content liefern. Ja, also absolut. Jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung. Ja. Und in diesem Falle würde ich sagen, es war schön. Schaltet wieder ein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Genau. Bis dahin. Ciao. Bye.